Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Gebassi Crone HD. Das ist ein traditioneller 3 Zoll Cinewhoop, traditionell in dem Sinne, dass er halt wirklich hier Ducts hat, so nennt man diese Ringe, die eben dafür da sind, einen gewissen Auftrieb zu erzeugen, also etwas mehr Auftrieb. Daher kommt ja das ganze Cinewhoop-Zeugs, dass halt eben diese Ducts dafür entworfen wurden, initial von Shen Drones, also von Andy Shen. Nicht die Ducts wurden entworfen, sondern der 3 Zoll Cinewhoop in dem Sinne. Um halt auf so einem kleinen Rahmen, wie eben 3 Zoll, beziehungsweise mit diesen 3 Zoll Propellern, eben schwerere Sachen heben zu können. Also in dem Fall eine GoPro. Gebassi war so freundlich, mir den Kopter zuzusenden zum Testen. Ich habe die 6S-Variante bekommen und die DJI FPV-Variante. Das heißt, ich habe mir selbst noch ein Crossfire hier reingelötet. Das ging ziemlich gut und ich muss auch sagen, also so vom Aufbau her, ist das bisher einer der angenehmsten traditionellen Cinewhoops, 3 Zoll Cinewhoops, die ich bis jetzt in der Hand hatte. Einfach aus dem Grund, man kann hier oben diese Platte mit, ich glaube, 6 Schrauben sind es oder so, oder sogar nur... Okay, es sind 8. Mit 8 Schrauben relativ einfach abnehmen und kommt dann aber auch überall dran. Das ist schon mal ganz nice. Das habe ich irgendwie zum Beispiel bei der Dialtone oder so sehr, sehr lange vermisst. Dadurch, dass es eben ein 6S-Copter ist, kommt hier natürlich eine 6S-Batterie drauf, in dem Fall eine 1300 mAh. Das heißt, das Teil ist schon gut schwer für so einen Cinewhoop, sage ich mal. Jetzt nicht ultimativ schwer, aber halt schwerer als ein 4S. Und dementsprechend hoffe ich eigentlich, dass das dann auch mit dem Wind vielleicht ein bisschen besser klappt. Okay, sollte alles laufen. Jetzt gebe ich dem Ganzen hier mal Strom und dann geht's los. Ich denke mal, es wird halt laut sein, das Teil, weil es ist nun mal ein traditioneller Cinewhoop. Die sind einfach so. Ich habe aber Verbindung, hier, ne? Bild, genau, und es geht los. Ja, also man hört schon diesen Düsenjet, artigen Sound von den traditionellen Cinewhoops. Da kann man halt einfach nichts machen, die sind einfach laut. Und ich muss sagen, was mir direkt auffällt, ich weiß nicht, woran es liegt, mir fehlt hier die Power. Mir fehlt extrem Power. Also ich bin die ganze Zeit weit über 50% am Throttle. Und der Akku ist jetzt schon bei 3,8, wahrscheinlich runtergesägt. Mein Gott, ich habe das Gefühl, ich komme mit dem gar nicht großartig höher. Warte mal, ich lande das Ding jetzt mal zwischendurch und fühle mal die Motoren, ob da alles in Ordnung ist. Ja, schauen wir mal. Oh, die sind schon... Ja, die sind schon warm. Ich werde jetzt erstmal die Motoren abkühlen lassen, weil die sind schon ziemlich heiß. Und ich glaube, dann werde ich einmal gleich ohne die GoPro drauf fliegen. Okay, okay, folgendes. Ich will ungefähr das widerspiegeln, wofür dieser Copter quasi verwendet wird. Das heißt, das ist im Zweifelsfall eine GoPro 9, die schwerste GoPro, ganz normal, mit Batterie und allem drum und dran. Das heißt, keine Modifikationen, keine Naked-Sachen, sondern einfach so, wie die GoPro 9 halt kommt. Alles, was nicht die GoPro 9 ist, also 8, 7, 6 und so weiter und so fort, ist sowieso etwas leichter. Und natürlich eigentlich einen 850 mAh Akku. Ich sag mal, bis 1000 mAh Akku ist eher Standard. Ich habe jetzt hier einen 1300 mAh Akku, wie gerade schon gesagt, drauf. Ich habe gerade mal so ein bisschen die Gewichte und so weiter hin und her kalkuliert. Das heißt, was ich jetzt mache ist, und es geht ja erstmal eigentlich tatsächlich nur um die Flugerfahrung. Wie verhält sich das Ding? Wie viel Kraft hat das Ding? Ich habe vom Gewicht her insgesamt jetzt mit Batterie und dem Zeugs hier das an Gewicht drauf, was man drauf hätte, wenn es ein 850 mAh 6S Akku wären und eine GoPro 9. Und dementsprechend schauen wir uns jetzt mal, finally, hoffentlich, die Flugperformance an. So, neuer Akku ist drin. Das heißt natürlich, dass ihr jetzt nur das DVR, also das Bild, was ich hier selbst in der Brille sehe, seht, weil eben natürlich keine GoPro drauf ist.
Ui, okay, okay. Jetzt hat er Kraft, jetzt hat er Kraft. Also, wie gesagt, das ist jetzt so ungefähr das, was man an Power hat, wenn da eben eine GoPro 9 und ein 850 mAh Akku drauf wäre. Das sieht jetzt so vom Kraftverhältnis her schon mal deutlich anders aus. Also ich habe auf jeden Fall jetzt hier, ja, ich habe die Hand, ich habe die Oberhand über den Kopter. Und auch wenn er jetzt nicht ultimativ viel Power rausrotzt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das passt schon. Also das ist schon okay für so einen Cinewhoop. Ne, der ist ja jetzt auch nicht dafür geeignet, dass man damit jetzt irgendwie großartig Freestyle-mäßig rumfliegt. Dafür hat man einfach andere Kopter. Aber Flugperformance-technisch, also man könnte den wahrscheinlich gut fürs Filmen gebrauchen. So wie es zumindest jetzt gerade aussieht. Also ich kann mich jetzt endlich kann ich mich nicht beschweren. Ich meine, selbst wenn man hier mal so einen Flip macht oder so, das passt. Also ich kann den fangen, ich habe nicht das Gefühl, ich muss jetzt total 100% Throttle geben oder sonst irgendwas. Ja, und jetzt passt das für mich auch alles wieder ein bisschen besser. Von der Flugperformance her. Und ja, okay, so kann ich ihn nutzen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Gut, dann können wir uns jetzt darauf konzentrieren, wie er sich generell fliegt. Also, ich habe totale Kontrolle tatsächlich. Ich kann hier richtig schön, ja, ein bisschen unsicher. Es ist natürlich jedes Mal mit einem neuen Kopter ein bisschen was anderes, aber ich habe hier Kontrolle drüber. Also fliegt sich vernünftig, hat entsprechend genug Kraft selbst für eine GoPro 9 mit Akku. Das heißt, man könnte hier natürlich auch den Akkumod machen und sich nochmal 30 Gramm sparen, indem man halt die GoPro dann im Endeffekt mit Kabel eben vom Flugcontroller befeuert. Und ich glaube, das würde allgemein der Flugperformance nochmal einen dicken Schub geben. Aber so an sich bin ich echt schon ganz zufrieden. Man muss halt einfach davon ausgehen, ne, eine GoPro 9 mit Akku ist halt einfach ein Klotz. Das ist nun mal das Schwerste, was es so gibt momentan. Was ja, eigentlich nicht. Also tatsächlich Insta360 One R wäre mit dem 4K-Mod, mit dem 1-Inch, 1-Zoll-Mod noch viel schwerer. Aber auch das sollte so gerade eben noch möglich sein. Ja, und dadurch, dass das jetzt die 6S-Variante ist, habe ich natürlich, bis der Akku quasi tot ist, fast komplett volle Performance. Das heißt, ich muss mir hier zwischendurch keine Sorgen machen, wenn der irgendwie auf 3,5 geht oder so, dass ich auf einmal nicht mehr vom Fleck komme. Das wäre nämlich dann tatsächlich eventuell bei einer 4S-Variante der Fall. Auf der anderen Seite hat man natürlich bei einer 4S-Version eben entsprechend weniger Gewicht beim Akku. Das heißt, wahrscheinlich, ja, könnte das schon wieder im Endeffekt sich ausgleichen. Also, wir haben hier auch leichte Böen zwischendurch. Und ich kann einfach nicht meckern. Also, der tut, was er soll. Ich werde jetzt von der Böe auch nicht unbedingt krass weggeschmissen hier. Sondern der bleibt relativ steady in der Luft. Natürlich, ich merke das teilweise, wenn dann so eine Böe kommt, dass ich dann so leicht in Schräglage komme. Aber das ist einfach dem Ganzen geschuldet, was ich eben vorhin schon erwähnt habe, mit den Ducts eben. Ne? Dass die fangen halt den Wind auf wie nix. Da kann man halt auch einfach nichts machen. Also das ist völlig egal, welcher Hersteller da was versucht. Definitiv wird sich das nicht ändern mit ducted Cinewhoops. Aber Flugperformance super. Gut, jetzt habe ich hier natürlich 1300 mA drauf. Das heißt deutlich, deutlich mehr, als man eigentlich machen sollte. Dementsprechend bin ich hier bei 3,6 Volt pro Zelle. Der dippt auch nicht runter auf 3,5 Grad und bin schon seit 4 Minuten 20 am Fliegen. Das ist schon in Ordnung. Also ich glaube, so die Verteilung von Gewicht und Power passt hier auch. Ja. Ich bin soweit für einen Cinewhoop, für einen traditionellen 3 Zoll Cinewhoop, so wie man sie kennt. Jetzt bin ich so langsam auf 3,5. Kann man hier nicht meckern, definitiv. Das bin ich auch jetzt ein bisschen erleichtert, weil ich hatte schon gedacht, oh nein, was macht GepRC schon wieder? Weil ich die eigentlich wirklich mag. Also die machen echt sehr solide Qualität, hauen die raus an Koptern. Und auch hier eigentlich kann man das wieder sehen. So, ich lande mal eben.
Landung halb verkackt. Ja gut, wie gesagt, unter diesen Voraussetzungen, also die Motoren sind handwarm, aber nicht heiß. Dementsprechend kann ich da jetzt nicht meckern. Also es ist dann doch im Endeffekt gute alte Gap-Assi-Qualität. Ich war zwischendurch wirklich ein bisschen so, oh nein. Aber gut, es war halt mein Fehler. Ich habe einfach, also wie gesagt, 1300 mA 6S ist einfach zu viel. Allein vom Gewicht her schon. Das heißt, 850 wäre hier wahrscheinlich der Sweet Spot. Und das mit meinem simulierten Gewicht jetzt, sage ich mal, kann das Ding auf alle Fälle und performt entsprechend auch an der frischen Luft, auch bei leichten Brisen, entsprechend solide. Das heißt, wenn ihr also für einen Auftrag oder für euch selbst einfach, um vielleicht ein bisschen sicherer zu sein oder, was haben wollt, um zu fliegen, was so ein bisschen diesen Schutz suggeriert, ne? Hier diese, das ist hier Schaumstoff, ja, das ist schon, das hält dann schon ein bisschen mehr, sag ich mal, aus. Wenn ihr sowas eben braucht, dann könnt ihr auf jeden Fall zu dem Gap-Assi Krone HD greifen. Den gibt es natürlich auch in der Analogversion. In beiden Versionen entsprechend natürlich mit allen möglichen Receiver-Konfigurationen, die man halt so standardmäßig hat und braucht. Generell, man kommt gut hier an das Innenleben dran. Das heißt, falls hier mal was gemacht werden sollte oder ihr da was hinpacken wollt oder wegnehmen wollt, kann man das hier sehr gut machen. Was ihr jetzt noch nicht gesehen habt, es gibt direkt dazu auch noch so einen Adapter. Das ist so ein Winkeladapter. Das heißt, man kommt hier auch, das ist zwar ein USB-C-Anschluss, was ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich diesen Trend so geil finde, aber naja, auf jeden Fall diesen USB-C-Anschluss, den kann man hier von oben einfach blub, reinstecken und dann kann man den halt direkt on the fly irgendwo konfigurieren und nicht so wie bei anderen Cinewhoops, die man erst komplett auseinanderbauen muss, um dann halt an den Stack zu kommen, um dann im Betaflight irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Und hinten guckt dann entsprechend die CADEX Vista raus. Das heißt, auch hier kommt man wunderbar einfach so dran. Da muss man keine Schraube lösen, nichts, um halt hier ein Software-Update zu machen. Das heißt, das ist sehr, sehr gut und entsprechend vom Platz her ja, passend geregelt. Dass man halt, also das habe ich ein bisschen gehasst bei den anderen Cinewhoops, die ich sonst so getestet habe. Oder ich sag mal bei den ersten traditionellen 3 Zollen. Da musste man das ganze Teil auseinander pflücken, um dann halt irgendwie so ein paar Sachen da zu updaten. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Bei anderen Herstellern ist es mittlerweile allerdings auch nicht mehr so. Von daher, ja, was will man sagen? Traditioneller 3 Zoll Cinewhoop. Wer ihn noch braucht, wer sowas noch fliegt, hiermit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Dann würde ich sagen, ihr habt es geschafft. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein!